Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr bei Spaceborne wieder eingeschaltet habt. Ja, wir gehen hier hin und wir wollen zur Freelancers Guild. Und das locken wir auch direkt mal ein. Einen Sprung habe ich euch schon erspart. Und wir werden Mitglieder der Freelancers Guild. Das sollte uns auch ein bisschen Erfahrung für den Piloten dann gleich bringen, hoffe ich. Und vielleicht auch ein bisschen coole Ausrüstung. Mhm. Und wir werden mal so ein, zwei einfache Aufträge machen. Gucken wir gleich mal. So. Okay, hier funktioniert das nicht. Freelancer Skill Docking Request, bitte. So. Da können wir hier direkt nochmal auf die Services gehen. Und können hier nochmal kurz Rockets, genau. 2. Halt. Okay, da sind wir ausgeworfen. Und da fahren wir runter. Oder rein. Oder wie auch immer. Okay. So, dann melden wir uns hier mal an. Hallo? So. Ja, ich möchte bitte Mitglied der Freelancer Guild werden. Klar, natürlich, wir brauchen immer neue Members. Okay, was brauchst du? Okay, Interview Task. Das heißt, wir gehen hier rüber, gehen auf die Contracts und sagen jetzt... Join at least 2 guilds. Nee, wir gehen hier auch nochmal drauf. Sagen hier Level 4 Einfachheit 1 in Morta. Okay, in Rotan. So. Okay. Rotan. Q. No. Q. So. Okay. Dann wollen wir noch hier hingehen. Mhm. Ha. Huch, das war die falsche Taste. Da wollen wir hin. So, warum ist noch die Freelancer Guild aktiviert? So, Set Target zum Stargate. Da, jetzt ist es da. Und... Da springen wir wieder. Mhm. Ein kleines Schlückchen trinken, nicht vergessen.
Okay. Please proceed through the gate in the path reserved for you. Okay. Und jetzt müssen wir, glaube ich, zweimal springen. You reached the waypoint of your route. Please wait for your ship to be scanned. Mhm. Exit permission from the system has been obtained. The next waypoint is being passed. N3, 2, 1. Destination reached. Okay. Jetzt gucken wir hier nochmal auf die Dings und... eine Factory, okay. Dann springen wir jetzt mal hier hin. Jawohl. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. So, und dann gehen wir mal hier raus. Okay, da springen wir durch eine Wolke oder in die Wolke? Gute Frage. Ah, durch. Okay. Sehr gut. Durch gefällt mir. Uiuiui. Zwei. Ich treffe ja gar nichts. Mhm. Okay, den müssen wir mal sein lassen. Okay, der ist auch Level 4. So. Target shields are down. Target destroyed. Okay. Dann haben wir den ersten hier raus. Okay, der ist zu weit weg. Der ist auch zu weit weg. So, schauen wir, ob wir den kriegen. Müssen mal Abwehrmaßnahmen rauswerfen. So. Ja, der ist wieder zu weit weg. Das ist doch... Okay. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, unsere Waffen vorher waren besser. Target destroyed. Clear the area. I will deal with him. Okay. Okay, den nächsten haben wir. So, umschalten.
Okay, das wurde absorbiert. Countermeasures raus. Okay, der absorbiert einfach unsere Raketen. Das ist natürlich schlecht. Okay, wir gehen auf den hier. Okay, komm schon, dich haben wir gleich. Komm schon. Okay. Gehen wir auf dich hier. Okay, okay, okay. Countermeasures raus und jawoll. Pilotstufe 6 und wir sind ein Mitglied der Gilde und unserem Schiff geht soweit ganz gut. So, gucken wir mal. Combine all. Schön die Sachen mitnehmen, die man so findet. Scan Cargo. Und select all. Send Probe. So. Und in der Zeit können wir hier tatsächlich nochmal auf den Charakter gucken, auf die Talente. Und der Pilot geht jetzt nach oben. Das heißt, wir machen den hier. Jawohl. Und wir nehmen diesen Perk hier. So, sehr schön. Okay, und dann haben wir nochmal 4 Punkte. Dann können wir uns hier tatsächlich, was wollten wir hier? Mehr Armor, mehr Shield, ne? Ja, okay. Das heißt 1, 2, 3 und 4. Und dann holen wir uns das Ding hier noch. Ja, und dann könnten wir uns das hier holen mit Reflection, oder? Judy, wir haben die Sachen reingeholt, hoffe ich. Gucken mal kurz hier auf die Karte und können hier auf die Explorers Guild gehen und können direkt hier hinspringen. Genau. Ja, was für ein Glück, gibt's hier direkt die Explorer Skill. Sehr schön. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster in- so. Da müssen wir dann auch gleich wieder neue Raketen kaufen. Das geht ganz schön ins Geld, Leute. Mhm. Das geht ganz schön ins Geld. In der Zeit gucken wir nochmal hier ganz kurz rein. Das ist ein... So, ich habe übrigens rausgefunden, wie das funktioniert. Ah, okay. Machen wir kurz den hier. Und machen hier einen Screenshot. So. Okay, das funktioniert nicht. Dann gehen wir hier auf die Explorers Guild. Na? Wieso bewege ich mich nicht? Ich würde mich gerne bewegen. Da geht gerade auch nicht. Ah, Explorer Skill. Docking Request.
Jetzt da. So. Und runter. Okay, wunderschön. Wunderschön geparkt, Leute. Ihr habt's gesehen. So. Okay, zieht mir das Geld ab? Nein. Okay. Wir gucken kurz in die Komponenten. Wir haben hier ein Level 4 Powering. Gibt ein bisschen mehr Schiffsenergie und ein bisschen mehr an Energy Regeneration. So, und dann kommt das Ding hier rein. Wir nehmen das Ding hier rein. Wir gucken bei den Weapons. Ja, den habe ich nicht weggetan. Das ist ja. Ja. Ich glaube wirklich, dass wir den. Ja, den verkaufen wir und den packen wir wieder hier rein. Ich glaube einfach, der ist besser. Bei Missiles haben wir nichts gekriegt. Dann gucken wir nochmal ins Inventory und Charakter. So. Die können wir jetzt. Was? High Level? Melee? Wäre das hier rein? Nee. Ich bin noch mittlerweile Level 3 Soldier. Okay. Okay, wo ist es jetzt hin? Ah, hier ist es. Schön. Okay. Jetzt überprüfen wir hier mal die Sachen. 240er Rüstung, 311er. 4,8. Hier würde ich aber noch eine Health Regeneration kriegen. Das ist 918. 20,3. 20,3. Okay. Ja, hier ist es die Health Regeneration. Ja, aber ich glaube, wir nehmen hier einfach. Level 3? Ach, den können wir nicht. Okay, weil wir noch nicht Level 4 sind. Okay. Aber da haben wir wieder ein paar Sachen zu verkaufen. So. Auch hier wollen wir mit den Leuten reden. Ships Manager, okay. Blaues Guild, was? Guild Market? Registration. Jawohl, wir wollen hier in die Registration, bitte. Ja, ich würde gerne der Gilde joinen. Ja, was brauchst du? Okay. Das heißt, jetzt können wir hier auch nochmal, nee, Security. Wohl. No Captive Found on Deck. Damit könnten wir Leute dann verkaufen. Administration, da wollen wir nicht rein. Wir gehen mal hier hin und gucken mal, was wir verkaufen können. Sell. Den können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Und den können wir verkaufen. Und den behalten wir mal noch. Was können wir denn hier kaufen? Damage Booster Kit? Nein. Wir wollen keine Consumables. Filter. So. Level 6 können wir, glaube ich, noch nicht. Außerdem haben wir kein Defensive Pack. So. Wir könnten mal alles ausmachen, oder? Cargo haben wir nichts, also. Scan haben wir nicht, Cargo haben wir nicht, Drones haben wir nicht. Filter. Jetzt gucken wir mal. Das Defensive Pack haben wir auch nicht. Hull Systems Defensive Holder. Filter. So. Jawohl, ich glaube, jetzt haben wir alles, was wir hier uns holen können. So.
Können wir schon? Inventory, Charakter, Talents. Doch, Pilot 6. Okay. Ach, jetzt müssen wir hier nochmal. Consumable aus, Drone Cargo. Defensive muss raus. Filter. So. Ah, Scanner muss auch raus. So. Haben wir auch nichts von. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Schlechter. Haben wir hier sonst noch was an Energie? Nee. Also den könnten wir uns tatsächlich mal... Den könnten wir uns tatsächlich mal leisten. Okay. Bye. Dann gucken wir uns das hier an. Ship Crit Chance geht hoch. Ship Crit Damage geht hoch. Und die Accuracy geht nach oben. Every second hit on target repairs your ship armor by 21,2. Increased turret damage. If they crit, the next crit hit damage is increased by. Okay. Ja, das können wir, glaube ich, auch mal machen. So, leisten wir uns mal die zwei hier. Da können wir noch nicht ran. So. Wir gucken uns mal nur die Turrets und die Missiles an. So, Filter. Wir gehen mal hier runter. 8,8. 8,8. Mist, ich hatte in der anderen Station einen, wo man immer ein 11 hatte. Torpedos wollen wir eigentlich auch nicht. Filter. Okay, High-Level-Items, Filter. So. Torpedos wollen wir nicht. Okay, Stellar Shotgun finde ich jetzt nicht so cool. New Beam Pulse. Wir überprüfen mal. 260 Schaden im Vergleich zu Dings. Wird aber sehr viel heißer. Und Rail wird ebenfalls sehr viel heißer. Ja, das ist nicht so interessant. Okay, da ist unseres besser. Okay, das ist eigentlich auch ganz nice. Da wird der Schaden halt gleich verdoppelt. Ja, und sie fliegen auch schneller. Aber ich glaube... Ja, das Problem ist wirklich, wir brauchen, glaube ich, neue Laserwaffen. Ich glaube, wir brauchen neue Laserwaffen. Ja, aber welche, die bitte nicht so heiß laufen. Gatling Beam. Laser Beam, Laser Puls. Hier der Beam. 100% Accuracy. Wird nicht ganz so schnell heiß. Aber ich glaube tatsächlich... Ja, hier ist ansonsten nichts bei uns, was wir irgendwie cool finden. Das heißt, wir werden jetzt mal unser Schiffchen nochmal... halt mal Ammo kurz nachkaufen. Ja. So, Phil. Was? Wir werden unser Schiff nochmal kurz ausrüsten. Okay. Services. Und jetzt lassen wir hier mal... Okay, Waffen haben wir keine neuen gekauft, aber Component. Power, Power, Power. Genau, wir überprüfen nochmal.
Ja, definitiv. Power raus. Und Power rein. Und das überprüfen wir auch nochmal. Aim Extang. So, du raus. Und dafür du hier rein. Okay, da hat das Update auch ganz gut getan. Und dann müssen wir nochmal aussteigen. Wir müssen es leider verkaufen, einfach um das Geld wieder reinzukriegen. Ja. Zumindest mal so vorausschauend. So. Plus, wir brauchen ja auch Platz in unserem Laderaum. So, Sell. Und damit können wir dich hier verkaufen. Jawohl, das hat nochmal 16.000 und nochmal 25.000. So. Du. Okay. Und damit heben wir hier ab. Gehen hier rein auf die Contracts. Track. Und wohin müssen wir? Wir müssen nach. You can buy probes via service penalization. Press Fragezeichen Button at Scanner Interface T to see how to scan. Find any hidden location in any system. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier drauf. Und gehen hier auf Scanner. So, und jetzt müssen wir hier mal. Jetzt müssen wir hier mal gucken, ob wir was finden. Ah, okay. So. Dann müssen wir jetzt hier, glaube ich, den Merger hier. Hier. Dispatch. Okay. Können wir hier mal die Stärke ein bisschen anpassen? Okay. Ah. Ah, Mist. So. Booster. So, Dispatch. So. Scanning. Oh mein Gott, okay. Und hier kommt jetzt gerade. Okay, wir gucken uns das. To find the signal, we must track these echoes. We use catcher probes for this. Die haben wir. Simply clicking will launch the catcher probes toward the solar system's core. When the probe reaches the system center, it starts scanning. Jawohl, haben wir. When the catcher probe finds echoes, it not only displays those echoes but also the potential signal region. It is required to track down echoes to determine the source of a signal. Okay. When echoes are first detected, they have very low signal strength. The first step is to make these weak signals stronger. We use booster probes for this. Drag and drop the booster probes to the proper location to launch them. Okay. When the booster probe reaches the area, an interface will appear. In this interface, you can specify the power and area of effect of the booster probe. This is very important. Echoes with signal strength less than 0 or greater than 20 are lost. Our goal is to keep the eco power close to 20. Okay, so dann ziehen wir das mal kurz hier rüber.
Dann machen wir hier das Area. So. 3% haben wir da unten. Wir boosten. Oh Mist, okay, wir kommen nicht über 7%. 8, 9, 10. So. It's important not less than 0 and greater than 20. Okay. Ah. Ah, Mist. Mist. Okay. 20. Okay, da haben wir sie verloren. Scan operation cancelled. Okay, dann gucken wir uns das nächste an. These echoes must be brought closer to their source to stabilize the signal. We use merger probe. Okay, okay. Gut, wir probieren es nochmal. Okay. Okay. Dann kommt jetzt der Booster. So. Dispatch. So. Dann kommt jetzt, machen wir das Area größer. So. Und dann verstärken wir hier mal ganz langsam und vorsichtig. 7, 8 und 11. Okay. 3. Hier. Da geht's weiter nach oben. Sechs Prozent. 7%. 8%. Dann schieben wir jetzt den Merger hier hin. 9%. 10%. Okay, bleiben so 10. 11%. 12%. So. Halt. These echoes must be brought closer to their source to stabilize the signal. Merger. We use merger probe for this. Okay. I can drop the merger probe to the proper location to launch it. So. Komm schon. Da verschwinden gerade ein paar. Okay. When the merger probe reaches the area, an interface will appear. You may adjust the region of impact and echo speed in this interface. Mhm. This is very important. Each movement decreased signal intensity. The faster they go, the more signal strength they lose. They should be brought closer to their sources before echoes drop below a signal value of zero. Okay. Haben wir? Let me give you some advanced tips while watching the whole process from the beginning. Okay. Hm. You can monitor the total echo signal strength from the catcher probe interface. Huh. Okay. When the merger probe reaches the area, let me give you some advanced tips while watching the whole process from the beginning. Gut. Das heißt, das hier jetzt nochmal raus, so. Weg, weg, weg. Callback. Okay. Wir gehen nochmal auf den Scanner. Wir schicken nochmal den Catcher los. So. Oh, hier war gerade was, was einfach verschwunden ist. So. Und? So. So. Okay. Dann kommt jetzt der Booster hier zum Einsatz. Das Patch, jawohl. So. Wir gehen hier mal in diesen Bereich hier. So. Mal schön groß. Und jetzt boosten wir die hier. Machen wir 45%. 5, 6,
So. Dann schicken wir jetzt hier den Merger hin. So. Sagen jetzt hier bitte auch diese Größe und sagen jetzt mal hier bitte kommt mal ein bisschen näher. Okay, da kommen jetzt 18. Okay, hier die Stärke beim Booster ein bisschen runter. Okay, da gehen gerade, okay, 18. Sehr gut. Warum gehen die denn gerade kaputt? 19, wir müssen hier wieder runter. Noch ein bisschen runter. So, die sind bei 19. Okay. 18. Okay, der eine ist blau. Wir können ein bisschen mehr Gas hier drauf geben. So. Und dafür das Signal wieder ein bisschen boosten. Auch ein bisschen boosten. So. 16 passt. Okay. Finden die sich jetzt zusammen? Hallo? Okay, ich glaube, Leute. Ich glaube, das muss ich mir beim nächsten Mal wieder angucken. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao.